Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Man hat als Trainer täglich mit den Spielern zu tun. Man muss sie immer zu Höchstleistungen treiben. Ja, man muss sie motivieren. Man braucht sehr viel Energie. Braucht man als Sportchef weniger. Man ist mehr so im strategischen Tagesgeschäft und strategischen Geschäft. Mittelfristig, wo man ja. Man hat ja nicht nur die erste Mannschaft, man hat ja auch einen Nachwuchs, eine ganze Abteilung, wo man die Philosophie implementieren will. Also, die erste Mannschaft ist nur ein Teil. Der Erfolg der ersten Mannschaft ist nur ein Teil. Aber für mich positiv ist, es handelt sich alles um Fußball. Man ist an dem Match. Man geht jemanden in das Training. Jede Diskussion ist Fußball, den ich 30 Jahre kenne. Also, so gesehen ist es immer noch so, dass ich sagen kann, ich habe mein Hobby zum Beruf. Und darum mache ich das auch sehr gerne. Dann habe ich, darf ich sagen, eine Scheidung im Jahr 2000. Meine Kinder waren klein, 6 und 9. Für mich war klar, ich bin nicht ein Papi, der ohne meine Kinder aufwachsen will. Wirklich nicht. Darum haben wir ja geheiratet und Kinder gehabt. Ich habe aber gewusst, wenn ich jetzt irgendjemand mal erinnere, ich war dann damals mit Servette in Kontakt, das war ein grosser Club. Ich habe gedacht, hoffentlich Leute, die mir nicht mehr an. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie in Genf zu arbeiten und Kinder im Aargau haben. Oder? Und wenn man dann so tickt als Mensch und wenn man mit den Kindern sein will, dann kann man nicht noch immer erfolgreich Kontinuität haben als Trainer. Und dann muss man halt auch lernen einstecken, zu kämpfen, zurückkämpfen im Leben, wenn man gerade. Ich bin nicht der Einzige, der Scheidung hatte, dann sehr viel gehabt. Aber die scheint dich schon sehr mitgenommen zu haben, oder? Die hat mich. Also, ja. Ehrlicherweise habe ich wahrscheinlich Kinder mehr gebraucht, als sie mich zu dieser Zeit. Weil natürlich, die Familie war für mich alles gewesen. Da konnte ich meine Kraft schöpfen. Und dann hast du das nicht mehr. Und Kind hättest du nicht mehr. Ich musste natürlich gehen bei Luzern. Und der Todesfall ist eigentlich gerade vorher passiert. Also das war ein Todesfall, der her war, und dann gerade die Entlassung. Beides fast aufs Mal. Ich habe natürlich die Entlassung absolut als, ich sage jetzt, als logisch empfunden, weil ich eine andere Aufgabe bekommen, privat. Ich konnte für die Partnerin da sein. Natürlich ist der FCZ zwischendrin gekommen. Aber auch dort war es bei mir im Kopf. Ich hatte einen Gerichtsfall, den es ja fast nicht gibt, eigentlich, dass man vor Gericht muss. Ich habe aber dort schon gespürt, dass das noch in mein Portfolio rein muss. Weil vielleicht, wenn ich mal nicht mehr Trainer bin, kann ich das auch noch brauchen. Da habe ich das auch noch erlebt. Also ich habe dort in drei Jahre nicht gearbeitet. Rundum vor Zürich und nach Zürich. Aber ich konnte 3 Jahre der Partnerin helfen, ich sage jetzt mal, ins Leben zurückfinden. Weil das will ich niemandem zumuten, was sie gemacht hat. Und wie super, dass sie das auch managen können, muss ich sagen. Und wenn man dann so etwas machen kann, dann ist auch das viel wichtiger, als wenn einer sagt, ja, der Fringer war nur ein halbes Jahr bei Zürich, hat müssen gehen, den kannst du nicht mehr brauchen. Als ich Baby war, haben sich meine Eltern schon getrennt. Und der Vater war Österreicher, mein richtiger Vater. Ich hatte ganz wenig Bezug. Er hat mir eigentlich nur den österreichischen Pass angelassen, wenn man so will. Er ist vor über 20 Jahren gestorben. Ich hatte mit ihm nicht so viel zu tun. Später nicht? Nein, ich bin mit dem Stiefvater eigentlich aufgewachsen in Adliswil. Sie leben heute noch, meine Mutter und der Stiefvater. Aber der österreichische richtige Vater, da hatte ich ganz wenig Bezug. Weil, als ich Baby war, sind sie schon auseinandergegangen. Und ich habe gesagt, eben immer so ein spassenshalber, hat man einfach nur den Pass nicht angelassen, weil früher hat man nicht können wählen. Heute kannst du ja, wenn die Frau Schweizer ist, kann ja Kind Schweizer werden. Früher hast du das Bürgerrecht vom Vater bekommen und ich habe durch das ja sehr schnell Demut gelernt, weil ich bin jetzt immer mit dem österreichischen Pass unterwegs. Oder? Die Liebe, sei es Familien oder Partnerin, das ist etwas, das dir den Halt gibt, wo die Emotionen, die guten Gefühle dir geben. Wo du kannst im Prinzip Stärke daraus herausnehmen. Und dir nützt der ganze Wohlstand und das schöne Haus und das rassige Auto nicht, wenn du keine Liebe hast von den Nächsten. Also so siehst du das natürlich eigentlich ein bisschen so und so, wie ein Fundament vom Gesamten. Und das ist auch für mich so bedeutend wie für andere Menschen auch. Normal sagt man immer, man muss sich ergänzen. Der eine ist leislig, der andere ist laut. Wir sind beide laut, wir reden beide relativ viel. Wir haben beide Lebensfreude. Bei ihr ist das nicht selbstverständlich, dass sie das wieder gefunden hat. Aber miteinander, denke ich, haben wir ein schönes Leben vor uns. Und da merkt man eben dann, dass eben diese Sachen wichtig sind, dass man eben, ich sage jetzt mal, Verständnis füreinander hat, Humor hat miteinander, das kann teilen, die schönen Sachen kann teilen. Und das ist etwas, wo ich eigentlich auch Glück hatte, dass ich so jemanden gefunden habe. Und ich bin auch dankbar, dass das so ist, weil das ist nicht selbstverständlich. Welches war die unmöglichste Frisur, die du je gehabt hast? Hast du mal lange Haare gehabt? Er hat sicher noch das Bild von früher da. Als 13-, 14-Jähriger war ich der Erste, der lange Haare hatte.
Ich wollte einfach nicht wollen sein wie der andere. Und habe, das hast du auch nie wollen sein, ja, im Leben, oder? Ich hatte natürlich nur so gerade Schnittlauchlocken und immer so gemacht und immer so. Also, das haben mich relativ früh verfolgt, dass ich lange Haare hatte. Und als ich musste schneiden, habe ich brüllen daheim, weil ich das natürlich nicht wollte. Und das ist es eigentlich, das hat zu meiner Jugendzeit natürlich gehört. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz.